Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert von der St. Galler Kantonalbank, Leica Geosystems, Bühler und Bauwerk Parkett. Von 52 Studierendenteams aus der Fachhochschule St. Gallen sind noch 6 im Rennen. Nur 2 können ihn gewinnen. Der WTT Young Leader Award 2018 in Marktforschung und Managementkonzeption. Krönung der talentiertesten Nachwuchskräfte für die Ostschweizer Wirtschaft. Während rund 6 Monate haben sie ein Praxisprojekt geschaffen in Echtaufträgen von Unternehmen. Das Anprobieren von einem neuen Schmuckstück und die Beratung ist für die Kundschaft essentiell. Das ist eine der Erkenntnisse, die das Praxisprojektteam von Thomas Schöb gewonnen hat. Auftraggeberin dieser Marktforschung ist Stromberg Schmuck AG in Marbach. Unser Auftrag ist es, herauszufinden, was eine Kundin inspiriert zum Schmuck kaufen, wieso sie ausgerechnet zum Beispiel genau dem Schmuckanbieter ihren Schmuck einkauft oder wieso sie wieder zurückkommt und nochmal einkauft. Das haben wir dann mit einer aufgeleisteten Umfrage herausgefunden und anhand von dem haben wir konkrete Empfehlungen der Romberg Schmuck AG abgegeben. Die Resultate sollen dem Schmuckunternehmen helfen, die Kundschaft bedürfnisgerecht anzusprechen. Sie haben Einfluss auf die Marketing- und Vertriebsaktivitäten. Die Ergebnisse der Untersuchung oder der Analyse sind sehr wichtig für uns, denn sie spiegeln die Stimme unserer Kunden wider. Wir werden es also sehr, sehr ernst nehmen und schauen, welche Schlüsse wir daraus ziehen und welche Maßnahmen wir daraus ableiten. Das Team aus Studierenden von der FH St. Gallen investiert insgesamt 800 Arbeitsstunden in das Praxisprojekt. Am Anfang haben wir uns durch Experteninterviews und Sekundärrecherchen ins Thema eingearbeitet. Und nachher haben wir eine Strassenbefragung durchgeführt. Das ist über 12 Städte in der Deutschschweiz abgelaufen. Über 450 Leute haben wir befragt. Und dazu haben wir noch Mitarbeiterumfragen und potenzielle weitere Kundenbefragungen durchgeführt. Und aus dem haben wir dann unsere Schlusszeichen. Wo das Team Anfangsjahr den Auftrag gefasst hat, war die Schmuckwelt noch völlig Neuland gewesen. Also ich war schon am Anfang irritiert, als mir plötzlich 6 männliche Studenten gegenüber saßen. Aber es hat sich herausgestellt, dass die Herren sich schnell in die Thematik eingearbeitet haben und die vermeintliche fehlende Affinität zu Schmuck doch wettgemacht haben. Und das Ergebnis zeigt, dass es doch eine ganz tolle Zusammensetzung war und das hat dem Ergebnis nicht geschadet. Die größte Herausforderung für uns war es, über all die 12 Städte die 450 Strassenbefragungen durchzuführen, Mitarbeiterumfragen zu machen und auch noch weitere potenzielle Kundenbefragungen und Experteninterviews zu machen. Aber das ist, denke ich, von unserem Team auch unser grösster Erfolg, dass wir diese Herausforderung gemeistert haben. Das Team kommt unter anderem zum Schluss, dass der Online-Shop für Kunden eine untergeordnete Rolle spielt. Die wichtigsten Berührungspunkte sind die Filialen und die Schaufenster. Mit dem Resultat und dem persönlichen Einsatz beeindruckt das Team auch ihren Coach. Ich habe die Studenten immer als sehr zielstrebig erlebt, ambitioniert und ehrgeizig. Und das hat sich eigentlich vom ersten Coaching weg abgezeichnet. Sie sind auch immer bereit, ein bisschen mehr zu tun, ein bisschen vorauszudenken. Ist dort vielleicht auch eine kritische Gruppe gewesen, hat Rückfragen gestellt, hat nicht immer alles so angenommen, sondern hinterfragt. Und das hat in meinen Augen sehr zum guten Gelingen der Arbeit beigetragen. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Wir haben handfeste Handlungsempfehlungen bekommen von den Studenten. Wir haben eine klare Aussage auch unserer Kunden bekommen, was sie erwarten und wo wir in Zukunft unsere Hausaufgaben machen müssen, um noch besser zu werden. Die Nomination zum WTT Young Leader Award kommt für das Team überraschend. Es ist eine unglaubliche Honorierung für uns. Das ganze Team hat extrem Freude gehabt und wenn wir den Award noch wirklich noch gewinnen würden, wäre das ein gelungener Abschluss von unserem Projekt und eine unglaubliche Belohnung. Spannung steigt. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2018? Die grosse Preisverleihung nächsten Montag in der Tonhalle am Dienstag auf TVO. Der WTT Young Leader Award präsentiert von Solenthaler Recycling, Abraxas Informatik, Leader Unternehmer Magazin und Scandula, Light Audio Media.